Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni. Ich möchte natürlich die salmonischen Spiele nochmal machen. Mann, das war wirklich der letzte. Und nur weil es ein bisschen blöd gelaufen ist. Ich meine, es ist auch zwischendrin mal ganz kurz gut gelaufen, aber trotzdem. Die rechts würde ich immer noch nicht von der Bettkante stoßen. So, ihr greift mein Ziel an. Du kriegst auch mal eigenständig. Was ist denn? Machen wir erstmal Vampirwisch weg. Damit alle auf einen gehen, das ist eigentlich schon mal nicht schlecht, finde ich. Schön, wie du schon wieder deine Ressourcen verschwendest. Nehmt das! Sind sie sauer? Ja, dieser Angriff ist wirklich sowas von... ...von stark. Sie kämpft eh mal über Zauber des Trotzern. In dein Gesicht! Und ich glaube, die zweiten waren ja die und... Probleme gemacht hatten. Schlag ihn zusammen. Verschwendet die Sch. Das war wieder vollkommen unnötig. Der hat kaum Leben verloren. Gut. Ich muss vielleicht einfach die Tröte vorschicken am Anfang. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Tröte vorschicken und einfach mal die tödliche Tröte rausholen. Obwohl, nee, das sind plus zwei. Du machst mich, bin ich diesen blöd. Ah, Flugblockade dann. Also Zauberblockade dann ist für mich echt scheiße. Ist aber nur halb so schlimm, solange ich noch über Renika habe, weil die kann auch heilen. Was zur Hölle? Was ist denn das? Jetzt mal ernsthaft, was ist das, was die so schnell immer tötet plötzlich? Die hat jetzt gerade innerhalb von ein paar Sekunden so unglaublich viel Schaden gekriegt. Das mache ich jetzt gleich nochmal. Die hat anscheinend wenig Schutz gegen Magie, wie mir scheint. Das ist schlecht. Ein Schlaf ist auch schlecht. Das macht den super Nager kaputt. Geht auf die Fresse. Ich muss Esther jetzt irgendwie kriegen. Aber das wird wahrscheinlich wieder nichts. Nur so ein Scheiß, oder?
nicht. Richtig gefährlich ist der nicht wirklich. Das andere Vieh ist anscheinend immer so gefährlich. Da hat er irgendwas gemacht, was ich jetzt immer nicht sehe im Eifer des Gefechts. Ah, gut, MP. Ich glaube, Esther habe ich auch das letzte Mal den Kampf hier verloren. Und ich glaube, da kommt sogar noch ein Kampf. Ja. Nehmen wir doch Tröte und... Mein Esther geht jetzt eh gleich wieder, ins, bevor ich irgendwas machen kann, zu Boden, das weiß ich. Ja, Esther, du kommst nicht dazu, sie zu heilen. Selbst wenn du am Heilen bist, bricht die halt zusammen, bevor die Heilung eingesetzt hat. Was? Nee. Ernsthaft? Kann ich aus dem Kampf rausgehen? Also das... Das war ja jetzt richtig beschissen. Kann ich nur schauen, wie der andere K.O. geht? Also... So. So was, ich lasse jetzt einfach machen, was sie wollen. Warum heilt sie... Warum geht Esther mit einmal von einer Sekunde auf die nächste in die Knie? Das verstehe ich halt nicht. Das ist wirklich irgendwie komisch. Die war noch ziemlich voll und dann war das ganze Leben mit einmal weg. Ja, muss ich mir das Quassel immer antun? Gerade wenn du gerade einfach immer noch wieder versuchen willst. Ja, ja, putz dich mal ein bisschen. Tödliche Tröte! Vielleicht ist es besser, wenn nicht alle auf einen gehen. Scheiße, ist nicht blind, das ist besonders scheiße. Nehmt das! Blind ein Ziel zu treffen ist echt schwer. Und überhaupt was zu machen, während Esther mich blockiert, ist auch schwer. Ich darf auch den falschen Ring. Ja, niemand rechnet damit, dass ein Blinder dich trifft, hä? Ich bin wieder sichtbar, ich kann wieder sehen. Ja, war so ein bisschen verschwendet, aber okay. Okay, jetzt setze ich sofort die tödliche Tröte ein beim nächsten. Damit die nicht wieder in die Knie geht. Weil mir fehlt halt einer. Die habe ich zwar jedes Mal geschafft, aber da immer ist Esther K.O. gegangen. Ah, nicht auf Gunther! Ach, halt erstmal den Schlüssel, General. Über Renike, was machst du? So, der ist weg. Oh, ganz schön schlecht kämpfst du auch nicht später.
Zauberblockade ist okay. Bräuchte dann im nächsten Kampf nochmal von Tröpfchen den Regen, weil der echt praktisch ist. Jetzt haben wir auch bessere Chancen im nächsten Kampf für den Anfang. Wenn wir dann wieder den ersten drunter haben und alle noch von uns einigermaßen gut dastehen, dann läuft's auch. So, jetzt werden wir mal Horatio Kane töten. Oh, und da kommt noch eine letzte Runde. Ich hoffe, es ist ein einzelner Gegner, nicht nochmal drei. Selbst wenn es ein starker ist, ist das mir lieber, wenn ich gegen einen kämpfe, als wenn ich gegen drei kämpfe. Also mal ganz kurz. Moment, meine Nase läuft. Diese blöde kalte Luft. Ja, bleib stehen, über Nike, machst du gut. Ich bin fast angetan von deiner Leistung. Ey, die bleibt echt nur stehen, die macht gerade gar nichts. Okay, ich hole gleich nochmal die tödliche Tröte raus. Dann haben wir wenigstens den Medikus tot. Esther, was machst du da eigentlich gerade die ganze Zeit? Du kannst auch unmöglich schnell die ganzen EP verbraucht haben, oder? Nee, die hat noch. Aber die setzt sie nicht ein. Stirb! Na geht doch! Ich kann halt nicht so schnell reagieren, tut mir leid. Wer ist am meisten verletzt? Susi heilen! Ist er sauer auf mich? Ihr macht das. Er ist schon ziemlich am Boden. Ich habe auch Y gedrückt. Ey, dass ich auch gar nichts machen kann. In den Momenten, in denen ich gerade einen Zauber wirke oder irgendwas, kann ich halt wirklich nichts tun. Oh Mist, das war doof. Ey, du Spast, ey. Ja, danke, Esther. Nicht Sven heilen oder so. Heil mich, ist gut so. Der Zweite, jetzt kommt. Da wird es kaputt gemacht. Geht doch. Es kommt aber noch ein Gegner. Da werde ich erstmal mit tödlicher Tröte loslegen müssen. Damit ich überhaupt eine Chance habe, schätze ich. Du hast die Zeitlosen bezwungen. Wann bist du denn so stark geworden, Olli? Und warum hast du mir nicht geholfen? Es ist sicher eine Frage der Zeit, bis du zu einem Weisen wirst. Machst du lange einfach weiter so. Du schlägst dich gut. Der unsanfte Weise. Haha, tu dich überrascht. Du musst doch wissen, dass die letzte Herausforderung. Dass ich die letzte Herausforderung sein würde. Naja, du bist halt etwas langsam. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Du hast dich offenbar ertüchtigt, seit ich dich zuletzt gesehen habe. Tja, ich bin ein großartiger Lehrer. Ich bezweifle, dass du mir Probleme bereiten wirst. Ja, ich sage einen weiteren leichten Sieg für den überragenden Weisen voraus. Langweilig.
Sag bitte nicht, dass du mit 3 Gegnern kommst. Natürlich. Der hat meine... Der... Was? Interessant. Meins wird abgebrochen. Aber es sind halt Level 1er. Ich hätte gern einen von denen weg. Warum macht das denn aber so viel mehr Schaden? Könnt ihr mal einen besiegen? Ihr solltet eigentlich aufs gleiche Ziel gehen. Scheiß Bräuler. Ich habe halt kaum noch irgendwie die Möglichkeiten, was zu machen. Erstmal ist der Bräuler weg. Mach den weg. Geht doch mal auf die... Ich will, dass der stirbt. Krieg ich überhaupt noch irgendwie... Also gefühlt kriege ich gar kein MP mehr, richtig. Was? Nein! Ich wüsste auch gern, wie viel MP die haben. Nee, der macht ja ununterbrochen Zauber. Vielleicht soll ich meinen. Ich versuch's dann, wenn das jetzt schief geht, nochmal mit schlechteren Heilzaubern für die. Ja. Wenn die schon mal weg ist. Es ist echt nervig, weil die kommt dann irgendwie bloß immer rum. Der Bräuner lebt halt immer noch. Sobald die weg ist. Ich dachte gerade, dass das gekommen ist. Die heilt halt ununterbrochen. Sven, nutz doch mal deinen Zauber, verdammt!
Oh nein! Dann nutzt doch mal die MP. Wieso nutzen die ihre MP nicht? Eigentlich müsste es super funktionieren. Ich renn rum, heile. Aber. Ihr müsst halt auf ein Ziel gehen. Oh, komm! Oh, das kann ich gleich nochmal. Okay, das hilft. Das jetzt aber eher machen sollen. Mehr Angriffe, mehr Verteidigung. Jetzt fehlt mir den Bräuler, los. Wir haben endlich einen. Warum kann ich nicht wählen, wenn ich angreife? Wieso darf ich nicht wählen, wenn ich angreife? Das Spiel lässt manchmal nicht zu. Da, der greift auch manchmal nicht an, das will ich aber nicht. Okay, mit ein bisschen Glück schaffen wir das noch. Ich habe wirklich mehr Glück als alles andere. Die Aufladezeit von denen ist einfach so un... Ich habe jetzt eigentlich gedacht, okay, dann... Ich habe keine MP mehr. Müssen den dann loswerden. Mach den Kraftplatz platt. Auf MP. Ich hab. Ich kann halt einfach nicht. Das war's. Oh Mann! Ich weiß, Sven hat noch MP. Ja, kann ich auch gleich auch. Ich weiß, er hat noch MP, aber er nutzt sie nicht. Und ich muss eigentlich rumrennen und heilen. Wir waren echt kurz davor, es zu schaffen. Das ist so scheiße. Ein Cappuccino. Wir hatten endlich den scheiß Bräuler weg. Nee. Du kriegst jetzt andere Tricks. F waren die Tricks. Das ist fast gar nichts. Okay, trotzdem hast du keine MP mehr dann. Ja, den Schwinger tauschen wir. Vielleicht gegen tierischen Lärm. Das ist besser. Den Flächenschaden finde ich deutlich besser. Nutzt du eh nicht. Das kann nicht bleiben, das kann nicht auch bleiben. Ich will das schaffen. Der letzte Kampf hat mich jetzt halt irgendwie am meisten geärgert. Aber ich komm immer weiter, je weiter ich bin. Ja, ja, ja. Aber die Kämpfe zehren halt an einem. Ich glaube, an und für sich wäre das gar nicht das Problem gewesen. Bleibt trotzdem mal bei diesen Sachen. Na toll.
Ich finde gut, wenn du jetzt wenigstens Flächenschaden machst. Das ist auch so eine schicke Fähigkeit. Physischer Schaden ist deine Schwäche. Du hast jetzt keine Chance mehr. Immerhin. So. Oh, den Schlüsselgeneralplatz. Jetzt wird halt die Gegner losgehen. Los, Kröte, hau ihn um! War nicht so schwach, wie wir von den... Die Defensive. Nicht so gut. Oh. Ja, wenn er einen richtig trifft, dann tut das schon richtig weh. Ich habe nur gerade gedacht, Ace verschwindet, sonst hätte ich keine geholt. Los, du niemand. Okay, jetzt kommt Horatio. Den die Tröte hoffentlich fertig macht. Und dann kommen nochmal die richtig üblen. Und beim letzten Kampf sollte ich vielleicht auf den Stärksten einfach gehen. Obwohl, das bringt auch nichts. Der Freuler heilt ja trotzdem. Tödliche Tröte. Ich will einen weg haben. Ah, Mist.
Holen wir den Medikus. Mach den Medikus doch mal kaputt, Mensch. Ja, damit wird es bestimmt besser. Ach, komm schon! Ich komme halt zu nichts mehr. Ich heile und dann... Die schlagen aber auch nicht zu. Ich warte nicht darauf, die immer warten. Die rennen halt permanent den Gegnern hinterher. Das hilft aber nicht. Jetzt geht's ihm. Mach dich aus Acker, Sven. Ich drück doch auf allgemeine Abwehr, aber das klappt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht will. Steht doch nicht blöd rum! Dass die immer Maulaffen frei halten müssen. Oh, ich konnte nicht mehr wechseln. Okay, jetzt habe ich halt das Problem, dass meine Leute absolut am Ende sind. Und der böse Tom Poo wird wahrscheinlich direkt jetzt Schnitter machen. Ja, ja, ja. Dämliches Gefasel. Das ist halt jetzt unfair. Ich bin total verletzt und die kommen immer total... Hey, ich bin super fit. Ich frage mich, wenn ich andere Kreaturen gewählt hätte oder jemand anders dabei hätte, ob das andere wären. Ja, hat wieder nicht gezählt. Kann ich vergessen. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu Let's Play Ni No Kuni. Warum die diesmal noch eher keine MP hatten, keine Ahnung. Macht's gut. Bye, Leute.